wir sind mit einer weiteren Folge von Kolat, oder wie das Spiel heißt, ich habe schon wieder vergessen. Und ja, nicht F, sondern F1 bringt uns zum Survival Guide. Und da steht alles Nötige, was wir hier wissen müssen. Wir wissen aber auch schon von letztes Mal, dass wir uns quasi von... ja, von dem orangen Rauch fernhalten müssen. Hier steht nochmal alles drin, wie ich alles hier anstelle. Okay, ich kann also die Map halten. Wenn ich... okay, es geht also. Ich kann also so herumrennen. Rechte Maustaste hineinzoomen. Und ungefähr zu 7 Grad muss ich hier gehen, also hier hoch. 37 Nord, das war hier irgendwo. Das heißt, ich muss ich... warte mal. 37 Nord 62 war hier irgendwo. Das heißt, hier müssen wir als erstes hingehen. Und hier haben wir den Kompass. Und ich weiß nicht. Hier ist der Norden. Wir müssen in den Südosten. Hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Noch immer nicht. Aber ich gehe jetzt nicht hier dir gleich rüber. Das sicher nicht, weil das war hier der Tod. Ich gehe mal hier hoch. Steckt mir mal einen Kompass weg. Und die Frames sind auch gleich viel smoother hier durch den Grafik-Downgrade, was ich jetzt leider durchführen musste. Was haben wir denn hier? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters, and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Tja. Wow. Wow. Was passiert hier? Nein. Lol, weg hier. Weg hier. Wow. Wow. Nein, nicht wieder der orange Rauch. Nicht wieder der orange Rauch. Wegrennen? Okay. Ich renne in diese Richtung. Hallo. Flamme. Okay, also weg hier in die Richtung. Zeig mir das Ganze. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Dann gehen wir mal in die Richtung. Okay, hier ist die Flamme weg. Dann gucken wir mal, was hier uns in diese Richtung so erwartet oder ob uns der orange Rauch wiederholt. Denn anscheinend haben wir ein Stückchen hier gefunden. Ich schätze mal, hier wird sich alles abspielen. Ich muss immer wieder zum Lager zurückkehren.
Und dann werden nur gewisse Areas wieder freigeschalten. Könnte ich mir so vorstellen, auf jeden Fall. Warum? 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 But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Nein. Du wartest jetzt nicht auf mich. Komme ich hier hoch? Anscheinend. Ob ich hier hochgehen soll, ist die Frage. Okay. Weiter hoch oder wieder runter? Erstmal auf den Berg herauf, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was auf mich wartet. Oder auch nicht wartet. Auf jeden Fall ist es wieder Nacht oder noch dunkel geworden. Wir sehen keine Wolken mehr, kein Schneesturm. Auf jeden Fall schneit es. Aber wohin muss ich gehen? Okay, hier waren wir also. Okay. Können wir sehen, wo wir im Moment sind? Nicht wirklich, oder? Wir sind dann hier hoch auf dem Berg. Tatsächlich, das sind die Momente, die ich auf der Karte abklappern muss. Muss ich als nächstes hin? 7. 7. Hier hoch, ja. 54. Ich muss hier rüber irgendwo. Irgendwie muss ich da rüber kommen. Nur wie? Das ist die Frage. Hm. 54. Ist hier unten 54, was brauche ich hier? 54, 61. Ist irgendwo hier. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich da am richtigen Weg gerade bin. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Weil hier hört sich irgendwas an, als würde hier irgendwas sein. Möglicherweise. Ja, wir finden wieder was. Okay. Ah, das wird gar nicht vorgelesen. Mysteriöse Lichter über dem Kosmodrom Svobodny, oder wie das heißt, soll ich kann keine russischen Namen nennen. In Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagten aus, sie hätten grenzenlose Kugeln gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog. Chaotische Bewegungen verführten schlagartige Flugrichtungen da, war das Spektakel vorübergehend und die Kugel verschwand. Kein Flugexperte Major Girka, kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms wiegeln unsere Fragen ab, distanzieren sich von dem Ereignis und gaben zu Protokoll, dass weder Aktivitäten noch Tests durchgeführt worden sind. Okay. Dann haben wir das mal auf der Karte auch jetzt, oder? Nein. Normalerweise waren wir jetzt hier bei 54. Also hier. Hm.
Das ist halt die Frage. Ich bin mir nicht sicher, warum das jetzt nicht markiert ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht langkomme. Und wenn ich in die falsche Area gehe, dann bin ich ziemlich down. Das weiß ich auch. Oder ist das der riesige Krater, den ich auf der Map gesehen habe? Oh, eine Kirche. Was? Oh. Die Leute rennen wieder. Oh Mann. Wohin? Kommt er zu mir? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich darf hier noch nicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Rauch wieder weg. Darf ich hier sein oder nicht? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich muss aber zu dem Ort gehen hier. Wow. Ich glaube, wir müssen uns von dem Sturm fernhalten. Jedes Mal. Ich bin mir nicht sicher. Kommt wieder der orange Rauch, dann muss ich mich hier verziehen. Aber ich bin auf jeden Fall keines bisschen schlauer geworden. Boah, der Kompass hat mich jetzt gerade erschrocken. Ist mal kalt über den Rücken gelaufen. Oh mein Gott, weg hier. Weg hier. Was war das? Was war das? Hallo? Weg. Oh. Okay. Was macht der Typ hier? Ist der da böse? Ja. Ich hab Gänsehaut. Überall. Sehr schön. Cool. Okay. Wow. Wir sind nicht viele schlau geworden. Okay, hier hat's tatsächlich gespeichert. Okay, ich muss also aufpassen. Vor dem Typen. Das heißt, wenn der sich materialisiert, ist böse. Okay, alles klar. Alles klar. Der orange Rauch kommt zuerst wieder. Wenn der orange Rauch kommt, ist der Typ hier. Die rennen alle vor dem orangen Rauch weg. Sollte ich auch tun. Erstmal wieder hier hoch. Und der Typ materialisiert sich. Das heißt, wir sehen vorher schwarz. Okay, schwarzen Rauch. Das heißt, wir müssen drumherum gehen. Weil ich habe nämlich so ein starkes Gefühl, dass wir hier zu dem Dorf müssen. Ein sehr starkes Gefühl, dass wir das müssen. Ich glaube es sogar, dass wir das müssen. Ich habe auf jeden Fall ein sehr starkes Gefühl, dass wir das müssen. Aber ich muss hier aufpassen, dass er mich nicht wieder von hinten holt. Und wenn der materialisiert, dann ist es nämlich blöd. Aber vorher hier hat er auf uns gewartet.
vorhin. Da unten ist er. Okay, dann müssen wir von hier weg. Okay. Kommt er nach? Ja, der kommt nach. Das ist nicht gut. Wenn er uns verfolgt. Das ist wirklich nicht so cool. Okay. Oh Gott, der verfolgt uns. Noch immer. Okay, nicht cool. Überhaupt nicht cool. Geh weg von mir. Ich will dich nicht. Okay. Ich hab keine Ahnung wohin. Ist mal hier durch. Gut. Ich glaube, da ist trotzdem hinter mir her und wir sind hier nicht sicher. Auf jeden Fall höre ich wieder Papier flattern. Oben, verdammt. Ich höre einen Werwolf, das ist auch nicht so klasse. Wir müssen dann wieder entgegengehen. Finde ich nicht gut. Mist, der. Auf jeden Fall habe ich hier was gehört. Jetzt nachgeladen, cool. Okay. Ich höre hier Papier. Schnell zum Papier. Ich hör's doch. Wo ist das denn? Da oben doch nicht, oder? Nee. Oder? Papier? Gute Frage. Ich werde schon wieder schneeblind. Doch, hier oben. Ich habe ja so das Gefühl, dass hier gleich irgendwie Party abgeht. Sheshwark ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk. 50 Kilometer nordwestlich von Tomsk im rechten Ufer der Tom gelegen. Es finden sich in die Fänge von Rosatom, Russlands Föderale Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früheren Namen Wischewische. Postfach Nummer 5. 1956 erhielt heute der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz des russischen Forschungseinheits für Naturphänomene bis 91 russisches. Sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentrierte sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. I set out the moment I heard about the incident. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir belassen es mal hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.